Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich eine ganz besondere Frau hier, eine Frau, die mich und Feminist quasi schon länger begleitet, wo ich ihren wundervollen Werdegang sehen durfte. Und zwar ist die Simone Janica da. Sie ist Coach, kann man sagen, für Frauen, die ihren Traumpartner finden wollen, und zwar auf Augenhöhe. Sie hat selber einen erfolgreichen Podcast, von daher bin ich mal ganz gespannt, was sie danach zu unserem Podcast sagen wird. Aber erstmal schön, dass du da bist, liebe Simone. Ja, danke, dass ich da sein darf und auch voll schön, dass wir uns sehen. Also hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich jetzt auch hier dabei sein kann. Total. Nennt man dich eigentlich noch Simi oder Simone? Mir rutscht nämlich immer halb immer Simi raus. Ja, so kannst du gerne sagen. Naja, wenn man über so eine lange Zeit immer Namen gesagt hat und auf einmal muss man es dann irgendwie so aussprechen, Simone, das ist irgendwie komisch. Nee, kannst du mich immer noch gerne Simi nennen, alles gut. Sehr schön, wunderbar. Also für alle, die zuhören, ist die Simone und ich sag Simi. Ja. Sehr schön. Ja, wir kennen uns schon ein bisschen tatsächlich. Du hast mal eine Zeit auch wirklich aktiv Feminist ganz, ganz wundervoll unterstützt, gerade auch so in der Aufbauphase, in der manchmal turbulenten Aufbauphase. Ja, und jetzt hast du das gemacht, was wir uns ja eigentlich immer wünschen, was wir oft sehr traurig finden, weil dann wundervolle Frauen wie du dann Feminist irgendwann verlassen, aber eben auch aus der Intention heraus, ihren eigenen Traum zu leben. Und das ist das, was du jetzt letzten Endes machst, mit anderen Frauen ihnen zu helfen, wirklich eine glückliche, erfüllte Beziehung zu leben. Ne? Ja, total. Also ich fand auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich war ja schon bei Feminist. Also ich habe da ja auch gestartet, auch quasi meine Selbstständigkeit dann daraus entwickelt. Ne? Also das war ja auch so, dass wenn man bei Feminist arbeitet, ja super viel mitbekommt, super viel Frauen kennenlernt und auch diese ganzen Seminare und sowas alles besucht und die Events, die ich hier auch mitgestalten durfte, beziehungsweise was heißt gestalten, ich habe da ja unterstützt einfach. Da lernt man ja auch unglaublich viel und man arbeitet ja super viel an seinem Mindset dadurch auch. Ne? Also ich habe mich schon vorher mit Mindset-Arbeit beschäftigt, mit Spiritualität und sowas allem. Aber wenn man dann nochmal so in der Masse zum Beispiel bei Events sieht, wow, wie viele Frauen sich letztendlich selbstständig machen und diesen Weg sich auch trauen zu gehen, ist natürlich dann total überwältigend für einen selber, wenn man mit diesen Gedanken spielt. Weil ich finde, das ist dann nochmal so der letzte Schubser, den man bekommt. Und vor allen Dingen ja auch, weil ich bei Feminist so viel gelernt habe, auch über das Thema Business und so weiter. Also mir hat es letztendlich so wirklich so den letzten Kick gegeben, jetzt rauszugehen. Den Hinterntritt, den man manchmal braucht, wenn man sich nicht traut tatsächlich. Mhm. Ne? Also weil ich glaube, es sind ja auch ganz viele Frauen da, die mit dem Gedanken spielen, die vielleicht auch noch nicht voll selbstständig sind. Wir hatten ja auch viele bei den Events, die Teilzeit selbstständig sind und noch nicht ganz den Weg gegangen sind. Und ich finde, dass wenn man da wirklich selbstständig ist oder vielleicht in den Anfangslöchern oder vielleicht noch gar nicht genau weiß, welche Idee man letztendlich umsetzen möchte in der Selbstständigkeit, ist das auf jeden Fall das Richtige. Sehr schön, Dankeschön. Kurz so Werbung machen. Ja, aber ich finde das gut, dass du das aufgreifst, weil letzten Endes, bevor wir jetzt zu deinem Thema kommen, ist das ja auch eine ganz klare Erfolgsstrategie, die du bewusst oder unbewusst, je nachdem, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, auch verfolgt hast, die ich auch damals gemacht habe. Ich habe damals auch für jemanden gearbeitet, der in dem Bereich einfach auch schon Erfolg hatte, und habe da gelernt, wie es letzten Endes funktionieren kann, und daraus hin habe ich dann meine eigene Selbstständigkeit gegründet. Ne? Und deswegen finde ich, ist es so wichtig für diejenigen, die sich noch ein bisschen schwer tun, zu sagen, Mensch, ich gehe vielleicht auf Events, bin als Supporterin dabei, ne? Und unterstütze einfach die Community von dem Anbieter, um eben selber zu lernen, was passiert denn hinter den Kulissen, wie läuft es. Oder man sagt, was weiß ich, man ist im Vertrieb dabei und vermarktet diese Firma mit, um eben das zu lernen. Oder whatever, was es auch immer gibt, ne, zu tun letzten Endes. Aber das ist was, da kann man so unfassbar viel lernen. Und Modeling of Excellence ist einfach das, was am besten funktioniert. Die beste Erfolgsstrategie meiner Meinung nach. Und es ist schön zu sehen, dass auch bei dir jetzt so ein erfolgreiches Business daraus geworden ist, wo du wirklich richtig gut davon leben kannst. Ja, und
gleichzeitig wirklich noch Dinge tust, die anderen Menschen, in deinem Fall Frauen, echt ja, viel helfen, weil es ein absolutes Schmerzthema ja ist, auch das Thema Partnerschaft für ganz viele Frauen. Was schade ist, weil unterm Strich nimmt uns das ja wieder die Energie, um dann auch erfolgreich im Business zu sein, ne, wenn wir privat nicht erfüllt sind. Ja, eben, das hängt ja alles wieder wirklich miteinander zusammen. Ne? Also wenn man ja unglücklicher Single ist, dann wirkt sich das letztendlich auch tatsächlich auf den Beruf oder aufs Business aus. Es kann sich auch auf die Gesundheit auswirken. Ne? Es ist ja wirklich wie so ein so eine Rad, was zusammenhängt. Und da müssen halt alle Komponenten miteinander harmonieren und zusammenspielen. Und es bringt halt nichts, wenn man irgendwie Business 100% Gas gibt, aber Partnerschaft so gefühlt auf Null ist. Man muss halt schon auch schauen, dass man wirklich alles so ein bisschen in Einklang bringt. Also ich sage mal so, am besten eine solide 80% in allen Lebensbereichen als in einem 100 und in allen anderen dann nichts mehr, weil die Zeit dafür angeblich nicht mehr reicht. Das sind ja auch so Ausreden, die man sich da manchmal so nimmt. Und wie du es ja auch gesagt hast, ne, also es ist ja auch unglaublich wichtig, dass man sich mit Themen beschäftigt, die einfach einen auch, jetzt nochmal zu Feminismus, da kurz nochmal zurückzukommen, einen erfüllen, ne? Weil ich hatte auch mehrere Themen im Kopf, die mir Spaß gemacht hätten in der Selbstständigkeit, aber ich finde, wenn man dann auf so Events geht oder sich wirklich mit tiefen Fragen beschäftigt, die ja auch bei Feminist dann auf Events stattfinden, dass man da dann wirklich herauskristallisieren kann, wofür brenne ich eigentlich und was kann ich auch aushalten in der Selbstständigkeit, weil es ist nicht von Anfang an alles Friede, Freude und man rennt raus und auf einmal wollen alle nur noch dein Produkt haben. So ist das ja auch nicht. Ne? Man muss halt auch ein Thema finden, wofür man brennt oder was wirklich einem sehr nahe geht, wo man selber auch seine eigenen Erfahrungen mitgesammelt hat. Und das war bei mir halt im Thema Liebe ganz besonders stark. Und dadurch dann natürlich auch diesen Wunsch für jede Frau. Natürlich ist es auf der einen Seite ein Business, aber auf der anderen Seite ist es für mich auch dieses Helfen, dieses Geben, Geben, Geben. Vor allen Dingen im Bereich Liebe, weil ich da merke, ich kann da Leben verändern. Ne? Weil wenn du in der Liebe glücklich bist, dann läuft auch alles andere schöner. Weißt du ja sicherlich auch selber, jetzt als Mutter auch. Ne? Also das ist ja nochmal eine ganz andere Erfüllung, eine ganz andere Energie, die du mitnehmen kannst in deinen Alltag und die du dann ausstrahlen kannst, natürlich auch auf alle anderen Lebensbereiche. Ja, definitiv. Aber vor allem steht natürlich auch die richtige Partnerwahl. Ne? Also das ist ja, glaube ich, so dieses Kernthema, was ich auch mit ganz, ganz vielen Frauen habe, die eben entweder unglücklich sind als Single, vielleicht manche sind sogar glücklich, jetzt mal wieder Single zu sein, weil sie endlich los sind. Ne? Mhm. Aber das ist, glaube ich, echt so dieses Kernthema. Da sollte man sich schon irgendwie Zeit nehmen oder wie auch immer. Ne, du wirst ja bestimmt gleich darüber erzählen, was dein Ansatz ist. Aber ich werde ja auch oft gefragt, Mensch Marina, wie kriegst du das jetzt hin, ne? Mit Job, mit der Firma, mit einem Kind, Mann, Hof, alles drum und dran. Aber letzten Endes kriege ich das ja nicht alleine hin, sondern ich kriege das hin, weil ich einfach den richtigen Mann in mein Leben gezogen habe, ohne den das definitiv nicht mal ansatzweise möglich wäre alles. Ne? Und das ist ja auch erstmal eine Entscheidung, die man trifft oder auch ein persönliches an sich arbeiten, was man so für Vorstellungen hat, wen man denn gerne hätte, ne? Mit wem man gerne zusammen wäre, was man auch erleben möchte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also beim Thema Liebe ist es einfach unglaublich wichtig, dass man, wie du es gerade gesagt hast, Klarheit hat. Klarheit erstmal über sich selber, wer bin ich überhaupt? Also was zeichnet mich aus als Frau? Ne? Also was sind meine Stärken? Wo sind vielleicht auch meine, in Anführungsstrichen, Schwächen? Wer bin ich? Ne? Wohin will ich? Was sind meine Ziele im Leben? Weil manche wissen noch gar nicht genau, was sind überhaupt meine Ziele? Was möchte ich überhaupt erreichen? Möchte ich Familie? Möchte ich keine Familie? Ist mir heiraten wichtig? Ja, nein, das sind schon so Fragen, die man teilweise dann gar nicht mehr beantworten kann. Also wenn ich dann mit Frauen spreche, dass sie da gar nicht sicher sind, was sie überhaupt wollen. Und wenn man dann auf Partnersuche geht und dann einen vermeintlichen Traumpartner in sein Leben zieht, wo sich dann aber herausstellt, die Ziele sind komplett verschieden. Also wie soll es dann überhaupt in der Zukunft harmonieren oder funktionieren? Also es müssen halt einfach gewisse Grundlagen schon vorher da sein. Und das sind Dinge, die man sich tatsächlich auch in gewisser Weise aneignen kann. Einmal natürlich durch Wissen, aber auf der anderen Seite natürlich auch durch innere Arbeit an sich selbst, um dann letztendlich auch eine glückliche Partnerschaft führen zu können. Ne? Weil in erster Linie muss man natürlich den richtigen Traumpartner anziehen.
können. Also wie du es gerade auch gesagt hast, so wie du deinen Traumpartner angezogen hast, so wie ich meinen Traumpartner angezogen habe, dann muss man das erstmal hinbekommen. Aber im zweiten Schritt muss man dann ja auch diese Beziehung stabil halten können. Das bringt ja nichts, wenn ich jemanden in mein Leben gezogen habe und dann nach 3 Monaten sage, ach, mein Traummann, aber es passt nicht. Also man muss natürlich auch dann schauen, okay, worauf muss ich überhaupt dann in der Partnerschaft achten, dass es auch hält? Beziehungsweise wie kann ich erkennen, dass es der Traumpartner überhaupt für mein Leben ist? Weil ich auch manchmal höre so, ja, ich lerne viele tolle Männer kennen. Ne? Gibt es auch. Es gibt nicht nur den Fall, ich lerne niemanden kennen. Es gibt auch den Fall, ich lerne viele tolle kennen, aber wie erkenne ich jetzt, dass es richtig ist? Gibt es auch. Ne? Also es gibt halt diese, es gibt ja immer verschiedene Richtungen, die man da laufen kann. Aber im Kern muss man natürlich ganz, ganz viel Klarheit über sich selber haben und natürlich auch über das, was man im Leben erreichen möchte. Das ist unglaublich wichtig. Ja, definitiv. Wie gehst du daran? Also, oder was kannst du für einen Tipp geben? Wie kann ich denn diese Klarheit bekommen? Weil ich stelle oft fest, dass sich viele diese Klarheit wünschen, vielleicht vermeintlich auch meinen, sie hätten diese Klarheit, aber eigentlich sind es vielleicht eher Konditionierungen oder Dinge, die man von außen erzählt bekommt, wie was zu sein hat, was man zu machen hat, wie man selbst zu sein hat, anstatt das, was man eigentlich wirklich will. Und da ist die Unterscheidung ja manchmal schwer. Ja, total. Also in erster Linie muss man sich natürlich viel mit sich selbst beschäftigen. Also wirklich einfach mal in sich gehen, wirklich in sich horchen und sich auch selber ausprobieren dürfen. Ne? Viele geben sich gar nicht die Erlaubnis, sich auszuprobieren. Ne? Also es ist ja nicht schlimm, Dinge mal zu testen oder auszuprobieren und dann festzustellen, oh, das war nicht das Richtige. Viele betiteln Fehler immer als so unglaublich schrecklich. Ne? Aber dabei sind Fehler einfach nur Dinge, die dir zeigen, was du vielleicht nicht mehr im Leben möchtest. Ne? Und dann auch mal eine Beziehung vielleicht mit einem Mann zu haben, der nicht perfekt ist oder der vielleicht doch nicht so gut passt. Es ist ja nicht schlimm, weil dadurch siehst du dann wieder ein Stückchen mehr, was du möchtest im Leben. Und dadurch dann erkennst du natürlich auch, weil der Partner dir ja auch wie so ein Spiegel vorhält, was vielleicht in dir noch nicht richtig geheilt hat. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man wirklich das einfach sich selber austesten, sich selber ausprobieren darf und sich selber mit sich beschäftigt. Also da empfehle ich natürlich auch immer Meditation. Also ich selber arbeite auch ganz viel mit Meditation, meditiere ja auch selber jeden Tag, weil das auch so ein Schlüssel ist, wo man so einen inneren Frieden bekommen kann und einfach mal die Stimme von außen ganz leise wird und nur noch deine innere Stimme zu hören ist irgendwann. Das ist natürlich auch Übungssache, aber es ist möglich. Und dadurch kannst du, wie du gerade gesagt hast, diese Kondition, die du von außen erhältst, einfach mal gehen lassen, einfach mal locker lassen, loslassen und einfach mal hören ganz im Inneren, okay, was will ich eigentlich? Ne? Will ich, die meisten oder viele wollen auch ein traditionelles Bild, also Familie, Hof, Kind, Hund, was ja auch total in Ordnung ist. Aber viele verstellen sich, schieben sich in Schubladen rein, weil sie denken, oh, das ist jetzt modern, das muss ich jetzt machen und vielleicht muss ich ja irgendwie eine offene Beziehung führen, weil das jetzt gerade irgendwie so trend wird. Aber da einfach mal wirklich auf sein tiefes Inneres hören, was würde mich persönlich, was erfüllt mein Herz, was macht mich glücklich, dann hört man da schon wesentlich heraus, was eigentlich für einen wichtig ist. Aber tatsächlich auch sich ausprobieren dürfen, ne? Sich die Erlaubnis geben, finde ich, Fehler zu machen, sich auszuprobieren und anhand der Fehler dann erkennen, was ist das, was mir wirklich gefällt. Weil dann kann man da auch schon sehr detailliert feststellen, welcher Mann passt zu mir, welcher Mann passt nicht. Weil von einer in die andere Beziehung hüpfen, ohne quasi zu reflektieren, bringt auch nichts. Ne? Man muss wirklich immer reflektieren und immer schauen, wo hat der Partner mich getriggert, wo habe ich noch Verletzungen und wie kann ich daran arbeiten. Ne? Also entweder dann alleine oder natürlich mit dem Partner gemeinsam. Aber wie gesagt, wenn einige Dinge nicht stimmen, sollte man natürlich mit diesem Partner am Ende nicht zusammenbleiben. Ne? Also manche Dinge machen einfach keinen Sinn. Ja, das stimmt. Was mir ja wirklich geholfen hat damals, das weiß ich noch, also für mich gab es so ein Moment, wo sich echt alles verändert hat. Da war ich auch auf dem Seminar von der Katharina Pommer und da haben wir so eine Übung gemacht, keine Ahnung, war super intensiv, wo es auch nochmal um die ganze Vaterrolle ging und dieses Thema auch dem Vater zu vergeben. Und ich habe einfach für mich erkannt, dass bei ganz vielen Frauen die Beziehung zu Männern im Allgemeinen nicht wirklich funktioniert, weil dort noch Dinge
nicht geheilt sind oder der Anspruch an einen Mann zu hoch ist. Also zum Beispiel jetzt bei mir war es immer, ich musste immer um die Anerkennung und Aufmerksamkeit von meinem Vater kämpfen. Das war nichts Selbstverständliches. Und dadurch habe ich das in allen Beziehungen gemacht. Und witzigerweise, umso mehr ich es gemacht habe, umso mehr sind die Männer dazu übergegangen, dass ich noch mehr darum kämpfen musste, weil es einfach mein Muster war. Ich kannte das eh nicht anders, also habe ich es immer so gemacht. Was aber auch, glaube ich, bei einigen Frauen so ist, wenn die so einen Übervater hatten, dass sie dann auch immer wieder beginnen, ihren Partner mit diesem Übervater zu vergleichen und immer wieder festzustellen, nee, so toll wie mein Vater ist er nicht. Und dass dann so eine Unzufriedenheit kommt. Ne? Also oftmals denken wir ja nur, es kommt, weil wir vielleicht schlechte Erfahrungen mit unserem Vater gemacht haben. Aber manchmal kommt es auch genau andersrum, weil wir vielleicht zu gute gemacht haben. Ne? Und ich glaube, da wirklich dieses Thema mit dem Vater, egal wie es behaftet ist, aufzuarbeiten, ist, glaube ich, echt ein Schlüssel. Ne? Und als ich das gemacht habe, habe ich tatsächlich meine komplette Checkliste über den Haufen geworfen, was ich mir immer gedacht habe, wie mein Mann zu sein hat, was ich mir wünsche und so weiter und so fort, weil ich gemerkt habe, das ist mir eigentlich alles komplett egal. Letzten Endes geht es darum, dass du gut miteinander bist, dass du dich liebst, dass du dich supportest und alles andere, finde ich persönlich, kommt dann. Und dann ist es egal, ob das ein erfolgreicher Unternehmer ist, ob der 1,90 groß ist, durchtrainiert, sich gut kleidet oder was weiß ich noch was, sondern da zählen dann eigentlich die wirklich wichtigen Werte, die dann rauskommen, wenn alles andere weg ist, ne? Ja. Wenn alles andere erledigt ist für sich selber. Ja, auf jeden Fall. Also ich beschreibe das auch immer wie so ein Haus, was man sich bauen muss. Also im allerersten Schritt, also viele fangen immer erstmal mit Manifestieren an, ne? Oder mit Daten. Und ich date jetzt 50 Männer hintereinander und irgendeiner wird schon dabei sein. Ne? Aber das ist meiner Meinung nach das Dach des Hauses. Also manifestieren und sich irgendwie eine Wunschliste schreiben oder daten gehen, das ist so der letzte Schritt, den man erst machen sollte. Ne? Vorher muss man erstmal im Keller aufräumen. Ne? Erstmal gucken, was habe ich denn alles in diesen Keller reingestellt, was steht da schon seit 30, 20 Jahren rum und habe ich mir seit Ewigkeiten nicht mehr angeschaut. Das sind dann natürlich Themen wie Vaterthema, bin ich ein Scheidungskind gewesen, ne? wo sind meine Verletzungen, wie geht es meinem immer inneren Kind, ne? Also vielen wird das sicherlich was sagen, die jetzt hier auch den Feminist-Podcast hören. Also man muss natürlich ganz viel mit Vergebung arbeiten, mit Dingen, die wirklich vielleicht tief in der Vergangenheit noch hängen und die man sich einfach da, ich sag mal, so schön in den Keller reingeräumt hat und gar nicht mehr angeschaut hat. Jetzt ist das so schön verstaubt, aber ist einfach noch da. Und man muss diesen Keller einfach aufräumen, einmal wirklich aufräumen, einmal wirklich tief reinschauen können und dann, wie du gesagt hast, auch schauen, okay, woher kann das, wo kann das alles herkommen? Ne? Wieso bin ich jetzt gerade in dem Moment so, wie ich bin? Also wieso ist das jetzt so, wie es ist? Was ist in der Vergangenheit passiert, was ins Jetzt eingekommen ist? Und danach dann natürlich das Haus erst bauen. Ne? Zu dem Haus gehören dann natürlich Themen wie Selbstliebe, Ausstrahlung, sich selber kennenlernen. Was habe ich für eine Energie? Ne? Also was bin ich eigentlich für ein Typ? Also dass man das nochmal dann mehr herauskristallisieren kann, damit man sich selber nochmal auf einer ganz anderen Ebene erfahren kann. Weil wenn man mit sich selber nicht glücklich ist, wenn man sich selber nicht akzeptieren kann, dann kann man auch es ist noch schwieriger mit einem Partner zu tun. Also dann wird man tatsächlich nicht glücklich. Also man muss wirklich schon mit sich selber auch glücklich werden. Man muss sich selber akzeptieren. Ne? Also man muss sich nicht zu 100% direkt selber lieben und sagen, ich finde alles toll an mir. Aber man muss sich schon selber akzeptieren. Man muss schon eine Leichtigkeit mit sich bringen und sein Leben schon lieben und sagen, okay, ich bin eine tolle Frau und ich bin es wert, auch einen tollen Mann in meinem Leben zu haben. Ne? Also ich muss keine Verletzungen hier jeden Tag mit mir tragen und ich muss nicht jedem Mann eine Chance geben oder so ein Helfer-Syndrom an den Tag legen, sondern ich kann auch meine Grenzen zeigen und ich kann auch zeigen, hey, ich bin eine starke Frau und hier ist meine Grenze und das lasse ich nicht mit mir machen. Aber das muss man natürlich aufbauen. Ne? Man muss das aufbauen und dann im letzten Schritt würde ich erst einmal empfehlen, ins Dach zu gehen und dann wild drauf Lust zu daten oder besser gesagt dann eher gezielter zu daten. Und ich date jetzt jeden, was manche Dating-Coaches ja auch raten. Ne? Manche sagen tatsächlich, date so viel wie möglich und dann dies und das. Aber das ist auch sehr energieaufraubend. Ne? Also da muss man auch wieder Frust irgendwann, oder? Ja, also genau, das ist es. Ne? Wenn man dann schon mit so einer Einstellung ins Date geht, boah, ich habe eigentlich heute gar keinen Bock und boah, ich mache mich jetzt hier gerade fertig, eigentlich gar keine Lust und das wird doch eh wieder nichts. Also da ist natürlich auch sehr viel Mindset-Arbeit nötig, deine Denkweise zu ändern, um
zu schauen, okay, wie macht es mir denn Spaß zu daten? Auch wenn ich vielleicht schon ein paar Dates hatte, die nicht erfolgreich waren, mich da immer wieder reinzuholen in die positive Energie und zu sagen, okay, jetzt aber. Das ist auch nicht von jetzt auf gleich getan, aber das ist nötig und möglich und auch wichtig, damit man dieses Haus wirklich, ja, ich sag mal, geordnet aufgebaut hat. Ja, und jetzt hören ja ganz viele hier den Feminist Podcast, die auch schon selbstständig sind oder auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und da muss ich auf jeden Fall noch sagen, wichtig ist, wenn du jemanden kennenlernst, der toll ist, guck dir bitte an, wie sehr supportet er dich in deinem Business von Anfang an. Ja, weil das ist es, gell, wenn von Anfang an nicht so ein Interesse an dem Business da ist oder nicht so ein Support. Und ich habe es tatsächlich auch in meinem Freundeskreis, wo ich das sehe. Dann ist es total schwer, als Frau dann noch im Business seiner Leidenschaft nachzugehen, weil man immer auf zwei Stühlen sitzt, ne, oder ne, immer so hin und her gerissen ist zwischen das irgendwie dem Partner recht zu machen, eine glückliche Beziehung zu führen, aber eben auch sein Business aufzubauen. Ne? Und ich sage einfach mal pauschal, auch wenn ich pauschalisierte Aussagen nicht mag, aber ich glaube nicht, dass es wirklich möglich ist, als Frau langfristig ein erfolgreiches Business aufzubauen, was dich glücklich macht und erfüllt, wenn du keinen Mann an deiner Seite hast, der das mitträgt und mitsupportet, wo du ständig irgendwie so hin und her gerissen bist, weil das macht uns unterm Strich ja einfach auch fertig, weil wir wünschen uns da ja einfach auch die Unterstützung von der Person an der Seite, mit der wir zusammen sind. Ne? Man kann ja auch mit einer Frau zusammen sein, die muss ja genauso diesen Support bieten können mir gegenüber im Business. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und da hast du es auch schon vorhin gesagt, eigentlich ist es auch egal, ob dann der Mann Unternehmer ist oder vielleicht angestellt oder weiß was ich was. Das spielt eigentlich keine Rolle, sondern eher, wie er zu dir ist und ob er das unterstützt, was du machst, ob er dich akzeptiert mit dem, wie du bist. Und das ist wirklich unglaublich wichtig. Und ich gebe dir ja recht, wenn ich jetzt auch einen Partner hätte, der sagen würde so, ich möchte aber, dass du jeden Tag um 17 Uhr pünktlich Feierabend machst und ich möchte dies und das, das wird nicht funktionieren. Ne? Und das meine ich auch mit gleichen Vorstellungen oder Zielen. Ne? Also wenn dein Partner das Ziel hat, jeden Abend um 18 Uhr pünktlich irgendwas mit dir zu unternehmen oder am besten auch schon nächstes Jahr ein Kind zu haben und du bist aber gerade total in dieser Business-Gründung oder bist vielleicht selbstständig und es macht dir gerade Spaß und das erfüllt dich und du möchtest jetzt gerade kein Kind oder kannst es dir nicht vorstellen, dann macht das auch keinen Sinn. Ne? Man muss ja auch den anderen akzeptieren mit dem, wie er ist und mit dem, was er gerade priorisiert in seinem Leben und das, was du meintest. Ne? Also es muss einfach auch jemand dann an deiner Seite sein, der dein Business supportet, der das toll findet, der dich unterstützt. Er muss sicherlich nicht alles verstehen. Ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Muss er sicherlich nicht, aber er muss es verstehen, dass es dir wichtig ist und dich unterstützen darin. Richtig, ja. Und was, glaube ich, wichtig ist, er muss das natürlich auch egotechnisch, sage ich jetzt mal, aushalten. Ja. Wenn die Frau dann irgendwie vielleicht auch nochmal erfolgreicher ist oder mehr verdient oder sowas. Also da braucht es schon auch einen starken Charakter, ne? Weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Also ich merke das hier jetzt auch, Robert macht ja die Elternzeit quasi, ne? Und ich arbeite und der ist schon sehr gesettelt von seiner Persönlichkeit. Du kennst ihn ja, ne? Das ist so ein Grundentspannter, der weiß einfach, wer er ist und was er kann und hat auch nicht so ein riesen Ego, aber da hat er schon am Anfang auch dran geknabbert, ne? Sodass er jetzt quasi nicht mehr derjenige ist, der hier mit das Haus abträgt oder was weiß ich, sondern dass das jetzt alles primär ich mache. Aber er kommt damit zurecht und ich glaube, da ist dann irgendwann so ein Punkt, wo dann viele Männer vielleicht dann schon mal abschalten und sagen, nee, jetzt müssen wir mal hier wieder das herkömmliche Rollenbild irgendwie leben, weil so geht das für mich gar nicht. Mhm. Ich glaube, das ist eben auch wichtig, ne, dass man einen Partner hat, du beschreibst es ja auch mit auf Augenhöhe, ne, der einfach auch wirklich weiß, wer ist, was er kann und eben nicht diese ganzen Klischees, ne, zum Thema Partnerschaft als das Nonplusultra sieht, sondern einfach auch bereit ist, eine andere Form der Partnerschaft mal zu leben. Ne? Ja, vor allen Dingen auf Augenhöhe sagt ja auch schon, dass man über alles reden kann. Ja. Ne, oder dass man über Probleme auch gemeinsam redet oder auch mal diskutiert über Lösungen. Und das ist, glaube ich, das, was ganz vielen Frauen fehlt. Ne? Weil das ist eigentlich das, was Augenhöhe beschreibt, dass man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann, nach Lösungen sucht. Und wie Robert wahrscheinlich auch mit dir darüber gesprochen hat,
Das ist nicht in jeder Partnerschaft gang und gäbe. Also nicht jede Frau kennt das. Nicht jede Frau kennt das, mit einem Mann zusammen zu sein, mit dem wirklich über Probleme zu reden, über tiefe Gefühle zu reden, sich darüber auszutauschen, auch über seine Ängste. Aber das wünsche ich mir für jede Frau, weil das ist wirklich tiefe Liebe, die dann entstehen kann. Ne? Wenn man nicht nur immer an der Oberfläche rumkratzt, sondern wenn man wirklich tief geht, auch sich austauscht über die Ängste, die man gemeinsam hat und auch über das, was einen beschäftigt im Leben. Ne? Weil das ist ja leider so ein Trend, der immer mehr zu sehen ist, dass Beziehungen wirklich absolut oberflächlich ablaufen und man sich gar nicht mehr traut, sich verletzlich zu zeigen, gar nicht traut, Ängste zu kommunizieren und auch ja Angst hat vor gemeinsamem Wachstum, obwohl das ja eigentlich das Entscheidende ist, in einer Beziehung gemeinsam zu wachsen. Und das kann man nur, indem man sich natürlich auch mal verletzlich zeigt oder auch mal über seine Ängste offen redet, ne? Weil ansonsten ist das auch wieder zum Scheitern verurteilt, weil Kommunikation wirklich das A und O ist, was später in der Beziehung einfach ultra wichtig ist. Und da muss man aber auch schon vorher beginnen, nämlich beim Daten, ne? Also wenn man da schon merkt, mit dem kann ich nicht reden, also wie soll es dann weitergehen, ne? Und das ist ja leider das, was ganz viele dann am Ende auch, ich sag mal, ein Stück weit falsch machen, weil sie dann tatsächlich nur auf dieses auf diese Anziehungskraft hören, auf dieses Verliebtsein, aber Verliebtsein hat nichts mit Liebe zu tun. Also die packen das wirklich in einen Sack und sagen, oh, zu dem fühle ich mich irgendwie körperlich angezogen und den finde ich attraktiv und jetzt will ich mit dem eine Familie gründen und blenden alles andere aus. Und diese rosa-rote Brille, die man häufig so gesagt bekommt. Aber wichtig ist, dass nicht nur die körperliche Anziehung eine Rolle spielt. Die geht vielleicht tatsächlich nach einigen Monaten, Jahren verloren. Und was ist dann? Dann bleibt nichts mehr, ne? Schlechte Kommunikation und häufige Streitigkeiten. Also es ist unglaublich wichtig, dass man wirklich alles in Einklang betrachtet, ne? Also dass man mit dem Partner reden kann auf Augenhöhe und dass man den natürlich auch attraktiv findet, aber dass das nicht immer an erster Stelle steht, weil ich das leider immer häufiger gehört bekomme, ne? Also von Frauen, die ich begleite oder die zu mir kommen, die Ratschläge holen, die sagen, ja, aber ich finde den ja so attraktiv und das muss ja was bedeuten. Ne? Attraktiv können wir ganz viele Menschen in unserem Leben finden. Wir finden viele Menschen attraktiv, aber wirklich leben können wir nicht mit jedem Menschen. Mhm. Und das ist halt wichtig, dass man das unterscheidet. Ja, das stimmt. Hast es sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, mit dem Blick auf die Uhr neigt sich tatsächlich unser Interview schon dem Ende zu. Aber Simi, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall jetzt noch mit den Zuhörerinnen teilen? Das brennt mir noch irgendwie auf der Seele, das zu sagen. Ja, also ich bemerke es immer mehr, dass Frauen es irgendwie, was heißt sich schämen, aber sich nicht richtig trauen, über das Thema Liebe zu reden oder teilweise sich auch anonym bei mir melden, ne? Weil sie irgendwie Angst haben, darüber offen zu sprechen. Aber Liebe ist ein Lebensbereich wie jeder andere. Wenn du gesundheitliche Beschwerden hast, gehst du zum Arzt. Wenn du Probleme im Business hast, dann fragst du Marina. Wenn du im Bereich Liebe Probleme hast, dann musst du dir auch Hilfe holen. Du hast Liebe nicht von Anfang an gelernt. Wir haben in der Schule nicht gelernt, wie geht Liebe, wie geht Kommunikation, wie geht Zwischenmenschlichkeit. Das haben wir nicht gelernt und deswegen ist es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn wir uns da mal Ratschläge oder Tipps holen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das einfach ja immer alltäglicher wird, dass man einfach wirklich in dem Lebensbereich, wo man merkt, ich bleibe stecken oder ich hake, dass das nicht irgendwie eine Sache ist, wofür man sich schämen sollte, sondern einfach eine Sache, wo man sagt, okay, ich habe schon vieles in meinem Leben vielleicht erreicht, das jetzt vielleicht noch nicht. Und ich bin jetzt einfach mal offen und bereit, mir da auch mal Impulse oder Ratschläge zu holen, egal ob kostenlos oder kostenpflichtig, ist ja egal. Ich biete ja auch ganz viele kostenlose Sachen an, da einfach mal, ich sag mal, sein Mindset zu erweitern, seine Denkweise zu erweitern und nicht immer in seinen alten, gewohnten Trott rumzurennen und dann ja leider nicht weiterzukommen, ne? Weil manchmal braucht man nur ein paar Denkimpulse, ein paar Anstöße und man kommt raus und man sieht, hey, da geht noch mehr. Sehr schön. Ja, du bietest ja auch, glaube ich, so ein Erstgespräch an, ne? Mhm. Genau, also ich biete auch ein kostenloses Erstgespräch an, wo man erstmal grob schaut, wo stehst du, wohin willst du, wo sind grob die Probleme, also warum hat es vielleicht nicht geklappt und wenn ich merke, oh, da kann ich helfen, dann biete ich natürlich noch weitere Hilfe an, aber so ein erstes kostenloses Gespräch, was, ich sag mal, zwischen Viertelstunde, 20 Minuten dauert, das kann jeder für sich investieren in das Thema Liebe, ne? Weil hinterher kann man ja nur schlauer sein, ne? Also ja. Lieber fragen, es kostet nichts, ist auch umsonst, also lieber das tun, als einfach gar nichts tun. Ne? Ja, sehr schön. Cool, ansonsten, ja, das verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes, aber wo finden wir dich denn, wenn wir dich jetzt
unbedingt stalken wollen und dir folgen wollen? Ja, eigentlich überall auf Social Media, aber Podcast würde ich halt einfach jetzt so als erstes nennen. Der heißt Liebe auf allen Ebenen. Dann natürlich auf Instagram Simone_Janiga oder YouTube auch einfach Simone Janiga eingeben, da gibt es mich auch. Facebook eigentlich überall. Also einfach wer will, kann suchen, vielleicht auch einfach Google eingeben und dann schauen, wo so deine Plattform ist. Manche sind ja mehr auf LinkedIn unterwegs, manche auf Facebook. Also ja. Ist ja auch schwer zu pauschal zu sagen. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten mit Farben, Formen, Bildern und darauf steht eine Botschaft, die die ganze Welt erreicht. Was würde auf dem Plakat stehen und wie würde es ausschauen? Sehr interessant. Also auf jeden Fall sehr bunt, ne? Also komplett bunt. Natürlich mit ganz vielen Herzen und so, wegen Thema Liebe. Aber auf jeden Fall sehr, sehr bunt. Also alle Farben, dass man einfach sieht, okay, das Leben ist schön, das Leben kann bunt sein, wenn du dich dafür entscheidest, bunt zu leben. Und ich glaube, dass ich das auch so nennen, also ich würde es, glaube ich, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, gute Frage, aber ich glaube, ich würde das Plakat nennen, Liebe ist überall. Ne, weil schön. Du entscheidest letztendlich, wo Liebe ist. Und Liebe kannst du überall finden. Liebe kannst du in dir finden, Liebe kannst du in anderen finden, Liebe kannst du im Partner finden, Liebe kannst du im Business finden. Liebe ist überall. Und ich denke, das würde ich machen. Sehr schön. Das hört sich doch gut an. Cool. Ich danke dir für das Interview oder für das Gespräch eigentlich. Wir machen ja keine Interviews. Ich sage immer Interviews, aber eigentlich machen wir keine Interviews, weil ich Interviews auch immer meistens langweilig finde. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich danke dir für deine Zeit und vor allem auch für dein Sein, für dein Tun. Das ist ganz, ganz wertvoll für die Frauen da draußen, dass die auch in jedem Lebensbereich noch glücklicher werden. Ja, danke. Danke auch, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, dann hat es mich gefreut, dass ihr wieder hier reingehört habt. Ich freue mich natürlich auch drauf, wenn ihr beim nächsten Mal da seid. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da, ein paar Sterne, da freuen wir uns sehr drüber. Das unterstützt uns, dass der Podcast noch von ganz vielen anderen entdeckt wird. Ja, und dann bleibt mir zum Schluss nur noch eins zu sagen. Free your mind. And the rest will follow. Hast du geguckt? Alles klar. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao.